wie ist dein Eindruck? Der Eindruck ist sehr gut. Ist ein schöner Platz, sehr gepflegt. Die Fairways und die Grüns sind im Top-Zustand. Der Platz ist schön grün bei dem ganzen Regen, ist auch erst vor kurzem aufgemacht worden. Manche sagen, dass die Fairways hier sehr eng seien. Ich finde, es geht eigentlich. Der Platz ist leicht unduliert, an zwei, drei Stellen muss man ein klein wenig bergauf gehen. Aber ansonsten ist er relativ flach. Das ist immer eine Frage des Vergleiches, aber man kann ihn gut gehen. Und die Landschaft ist halt sehr schön. Von den Bergen sieht man heute nicht so viel. Manchmal schimmert etwas durch den Wolken durch, aber das ist bestimmt ein begehrter Golfurlauberplatz. Dieser Fluss begegnet einem ein paar Mal auf dem Golfplatz, nicht immer in freundlicher Weise. Zum Beispiel hier am allerletzten Loch muss man von ganz hinten über den Fluss hinwegschlagen, um auf das Grün zu kommen. Und ich denke, das wird das Grab mancher Golfbälle sein. Hier heute am Golfplatz Kaiserwinkel, 18-Loch-Anlage, sehr schön mitten im Wald. Es regnet mal gerade nicht, leider ist es sehr kühl hier Mitte Mai. Das hier ist ganz interessant, das Loch 4, weil es einen recht weiten Abschlag gibt über einen Bach hinweg, wo gerade auch mein Ball gelandet ist. Naja, eines der Herausforderungen hier. Ansonsten ist das eine Anlage, die meistens Greenfee-Spieler hat. Die haben nur ungefähr 200 Mitglieder. Wurde mir gesagt, vielleicht 400, die registriert sind, aber 200 nur echte Mitglieder. Und ansonsten ist das eben ein Platz, der Feriengäste, Greenfee-Spieler von Bayern bis Österreich oder anderswoher aufnimmt. Sauber, Georg, Gregor. Urwunder, ein Teich, der irgendwie immer blau sein soll, aus irgendeinem Grund. Im Sommer noch mehr.
Und in der Tat, das Wasser ist blau. Das neunte Loch, ein kurzes Par 3, den Berg hinab. Sehr schön. Hier ist auch heute der Wettbewerb Closest to the Pin, am nächsten zur Fahne. Das 17. Loch, ein Par 4, erhöhter Abschlag. Da vorne ist ein Teich, über den muss man natürlich hinwegkommen. Und ansonsten immer geradeaus. Also wir haben ja jetzt 9 Löcher zusammen gespielt und wie ist dein Eindruck? Der Eindruck ist sehr gut, ist ein schöner Platz, sehr gepflegt. Die Fairways und die Grüns sind im Top-Zustand. Der Platz, der ist etwas onduliert, aber sehr, sehr angenehm zu spielen. War ein bisschen nass heute, oder? Ein bisschen nass, aber gut, man kann dann mehr mit dem Holz spielen, als wie dass man dann das Eisen nimmt. Bleibt man halt da nicht so arg hängen, aber das passt schon so. Man hat uns ja gesagt vorher, die Fairways seien ein bisschen eng, aber wie hast du das empfunden? Also ich selber fand es nicht, dass es zu eng sind, die Fairways. Man muss halt ein bisschen genauer spielen. Und zum Beispiel in Nürnberg, im Reichswald, sind die Fairways um einiges enger. Ah, es gab noch diese